Die Braunsche Röhre. Ja, eigentlich auf der einen Seite ein bisschen ein Museumsstück, aber trotzdem kann man daran sehr viele wichtige Dinge in Sachen Elektrodynamik bzw. Elektrostatik lernen. Und daher schauen wir uns die jetzt mal genauer an. Schauen wir uns mal den Hintergrund genauer an. Der Erfinder ist Ferdinand Braun. 1897 hat er, ja, das ist eine Elektronenröhre, die einen gebündelten Elektronenstrahl produziert und dieser kann mittels magnetischer oder elektrischer Felder abgelenkt werden und trifft dann auf eine Leuchtstoffschicht im Innern der Röhre und dadurch entsteht ein sichtbares Bild. Schauen wir uns mal den Aufbau genauer an. Hier habe ich ein Bild einer Fernsehröhre. Da hat man gerne halt mit magnetischen Feldern abgelenkt. Man hat eins ist die Glühkathode, zwei sind dann die Elektronenstrahlen. Da hat man in der Regel drei gehabt, für jede Farbe eine. Das Ganze wurde dann irgendwie gebündelt und abgelenkt und last but not least ist das dann auf der Lochblende gelandet. Und da gab es, ja, rote, grüne und blaue Punkte. Und je nachdem, welchen Punkt das, der Strahl getroffen hat, hat er entsprechend dann geleuchtet. Und warum rot, grün und blau, das gucken wir uns im nächsten Bild an. Hier ist eine 12 und das ist eigentlich eine weiße 12. Sieht man jetzt nicht, weil es ganz dolle vergrößert worden ist, aber halt rot, grün und blau, wenn ich das alles addiere, das sind die Grundfarben, mit denen ich ja, additive Farbmischung weiß mischen kann. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder verkleinern würde und ganz weit weggehen würde, dann würde die 12 für mich weiß aussehen. Schauen wir uns das Schema einer Braunschen Röhre an, die über Kondensatoren die Strahlablenkung macht, so wie wir das auch in der Schule als Demonstrationsexperiment haben. Da habe ich bei 1 die Glühkathode, die sozusagen die Elektronen per glühelektrischem Effekt loslöst. Und was hier nochmal sehr schön ist, der Wehnelzylinder, der ist negativ und sorgt dafür, dass sich halt ein schöner Elektronenstrahl bildet. 3 ist dann die Anode, die das Ganze beschleunigt und 4 ist dann der Ablenkkondensator, der das Ganze dann entsprechend ablenkt. Schauen wir uns die Braunsche Röhre nun mal in echt an. Hier habe ich eine Braunsche Röhre und wenn ich sie mal ein bisschen näher in die Kamera halte, sieht man eigentlich hier schön die vielen Drähtchen. Hier ist ein Wehnelzylinder, hier ist die Ringanode, die das Ganze beschleunigt und hier sind zwei Kondensatoren, mit denen man den Strahl entsprechend ablenken kann. So. Jetzt schalte ich das Ganze ein und ja, man sieht, dass es indirekt geheizt wird. Daher dauert es einen Moment, bis ich hier vorne was zu sehen bekomme und da ist mein Elektronenstrahl. Und dass es sich hier um Elektronenstrahl handelt, kann man, ja, sagen wir mal, überprüfen. Muss auf jeden Fall geladen sein. Geladen heißt es, wenn ich jetzt hier mit dem Magnetfeld ankomme und man sieht es schon, ich versuche es mal mit einem schwächeren Magneten, da kann ich jetzt hier ein bisschen näher kommen und man sieht, der Magnet lenkt den Elektronenstrahl ab. Jetzt kann ich den Elektronenstrahl natürlich auch mit Hilfe eines elektrischen Feldes, nicht nur mit Hilfe eines magnetischen Feldes ablenken. Und dazu habe ich hier einen sogenannten Sägezahngenerator. Und der macht das, was der Name sagt. Er produziert eine Sägezahnspannung. Das heißt,
Das beginnt bei 0, die Spannung wird immer größer und größer und größer, bis sie dann irgendwann wieder auf 0 geht und dann wird sie wieder größer und größer und größer. Und das macht der sozusagen die ganze Zeit. Und das würde bedeuten, wenn die Spannung an dem Kondensator immer größer und größer und größer wird, wird ganz langsam der Elektronenstrahl immer mehr abgelenkt. Auch das ist eigentlich was Besonderes. Wenn ich hier hinten gucke, sehe ich, das zentrale Element ist eine Röhre, Elektronenröhre. Das ist offensichtlich schon etwas älter. Hier ist auch entsprechend das Schaltsymbol. Das heißt, wenn ich das jetzt hier reinstecke, wird das einen Moment dauern, bis die Röhre warm ist und dann müsste das anfangen sich zu bewegen und dann fängt er schon an. Jetzt machen wir das immer schön langsam, damit man das Ganze auch sieht. Und man sieht eigentlich sehr schön, wie ja, das abgelenkt wird. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze auch schneller machen und dann hätte ich hier zum Beispiel einen Strich. Wenn ich das wieder langsam mache, kann ich dabei zugucken, wie der Elektronenstrahl abgelenkt wird. Das ist, wie gesagt, die braune Röhre, wurde in Fernsehern benutzt. Ich habe hier vielleicht noch so als kleines Highlight was gefunden. Kann ich auch noch mal hochhalten. Das ist aus einem Farbfernseher. Das sieht man deshalb, weil Farbfernseher arbeiten mit drei Farben und die hatten in der Regel nicht nur einen Elektronenstrahl, sondern drei. Und das sieht man hier sehr schön. Kann man mal hier reingucken. Und hier hat man entsprechend die 1, 2, 3 Heizbändeln, Wähnelzylinder tut im Prinzip dafür sorgen, dass ein schöner Elektronenstrahl wird. Und entsprechend hier Anode, die Elektronen dann beschleunigt und dann habe ich hier drei Elektronenstrahlen für einen Farbfernseher. So war das damals. Heute, gut, benutzt man die, findet man die vielleicht noch in Oszilloskopen, diese braunen Röhren. Um zum Beispiel, ja, Oszilloskop kann man halt die Spannung beispielsweise im zeitlichen Verlauf messen und so ähnlich machen wir das ja hier auch. Wir tun die Spannung verändern und ich kann halt sehen, wie sich die Spannung halt verändert, dass die halt hier immer wieder immer größer wird, bis sie halt wieder hier bei Null anfängt.